Damals war auch der Begriff Ausländer raus Mode. Also das hört man ja heute nicht mehr so. Aber das kam dann in den Medien dann manchmal und dann haben wir immer gefragt, was bedeutet das? Oder ich kann mich noch erinnern, dass ich meine Erzieherin gefragt habe im Kindergarten gesagt habe, dass mich das also auch manchmal beängstigt und meinte sie, ja, Ausländer sind nicht nur Türken, das sind auch andere Nationalitäten, nicht nur Türken, also nimm das nicht persönlich. Also quasi, sie wollte mich da irgendwie beruhigen. Also es kam halt mal manchmal dazu, dass wir das dann trotzdem auf der Straße irgendwie mitbekommen hatten, aber damals konnten wir das nicht so reflektiert betrachten. Wir wussten gar nicht, was das bedeutet. Oder dadurch, dass wir auch hier geboren waren, wir wussten, ah ja, okay, zu Hause wird eine andere Sprache gesprochen, aber die Hintergründe, warum wir da waren, wie wir hierher gekommen sind, das war uns damals nicht präsent. Und von daher denke ich, hat uns das nur irgendwie überrascht, sage ich mal. Würden Sie denn sagen, dass das war damals, also jetzt frühe 80er, Mitte 80er oder in der Zeit eben, wo Sie beispielsweise im Kindergarten waren, also so vehementer, also wo Sie sagen, Ausländer raus, das hört man so offen heute nicht mehr so. Kann man das, also war das doller, war das offensiver gegen... Ich glaube, damals hatten wir das halt auch über die Berichterstattung mitbekommen. Also damals kam es zu Übergriffen an Türken oder an andere Migranten. Und das wurde dann auch zu Hause zum Thema. Also meine Eltern haben darüber gesprochen und wir haben das dann quasi zu Hause also als meine Eltern darüber miteinander gesprochen hatten oder mehr oder weniger uns dann oft auch gewarnt hatten vor Fremden, die uns vielleicht entführen könnten oder so klassische Eltern, Ja, wie nennt man das? Ängste, ne? Oder Beschützerinstinkt. Ja, Elternerziehungsmaßnahmen okay, ja. oder Beschützerinstinkt quasi. Und ja, dadurch hatten wir das dann auch mitbekommen. Ja. Und um mal ein bisschen vorzugreifen, also was dann ja auf jeden Fall, ja, Anfang der 90er gab es ja zum Beispiel auch diese Anstiege in Solingen und Mölln. Das ging ja wirklich gegen Türken auch, oder da Ja. waren Türken die Opfer so. Ja. Da waren Sie dann schon ein bisschen älter, da waren Sie wahrscheinlich so um 9 Jahre alt Genau, rum. genau. Erinnern Sie das noch? Da Ja, haben Sie klar. das voll mitbekommen? Ja, das haben wir voll mitbekommen. Meine Eltern bekamen auch eine Tageszeitung nach Hause geliefert und ich hatte schon relativ früh angefangen, auch Zeitungen zu lesen, auf Türkisch dann auch. Und wir haben das dann quasi im Detail mitbekommen, was da dort damals geschehen ist. Und ich habe auch quasi noch zum Teil Bilder vor Augen. Von jemandem, der dann auch deformiert war vom Brand. Wie wurde da so gesprochen drüber, zu Hause zum Beispiel? Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern dann oft darüber gesprochen hatten, dass die Ausländerfeindlichkeit bzw. halt auch die Türkenfeindlichkeit sehr zugenommen hatte und wie es dann vielleicht für unsere Zukunft aussehen könnte. Mit dem Zurückgehen, das war auch damals Thema. Denn meine Eltern, wir hatten auch ich weiß nicht, ob ich das so da sagen darf, aber wir hatten auch jemanden im Haus, der uns oft belästigt hatte. Er hat ständig bei uns geklingelt, nachts und dann hat auch die Klingel durchgeklingelt quasi, dass das dann nicht aufhört zu läuten. Und wir haben damals in einem Hochhaus gewohnt. Und man kann dann einfach nicht runterschauen, wer dort klingelt. Und das hat dann auch die Person dann ausgenutzt. Und irgendwann hat mein Vater ihn dann ertappt dabei. Und er ist mittlerweile, wir wissen es alle aus der Nachbarschaft, er ist auch Mitglied bei einer rechten Partei. Und damals hat uns das schon beängstigt. Also meine Eltern haben oft darüber geredet, wie es halt für unsere Zukunft aussehen könnte.
also ob wir überhaupt noch hier bleiben oder nicht, aber es haben die Rahmenbedingungen haben es einfach dazu gebracht, dass wir hier geblieben sind weiterhin.